bis heute bleib ich in der Szene unerreicht. Wie tight. Also das allererste, wenn ich an Bobby denke, denke ich an einen lebensfrohen, lustigen Menschen. Grinsebacke. Das war ein cooler Typ. Das war so ein Leben, ja. Und er ist aber sehr bodenständig geblieben, wie arrogant. Ja, auf jeden Fall cooler Atze. Durchzieher, so, ja. Der zieht sein Ding, wenn er Bock auf Punkrock hat, dann macht er Punkrock so. Das ist scheiß drauf, Alter. Bobby war immer ein großes Beispiel für mich. So, ne? Ich hab mir sehr oft in vielen Situationen ein Beispiel an Bobby oder daran gedacht, was würde Bobby machen? Bobby ist auf jeden Fall einer, mit dem man viel lachen kann, eigentlich über jeden Mist. Na, so kann ich es nicht, Alter. Und der seinen Job und das, was er tut, seine Tätigkeiten, trotz alledem sehr ernst nimmt. So? Nee, warte, mute mal kurz alles und ich zeig dir mal, wie ich das fühle, ja? Wie ich das denke, dass es sein wird. Ich dann, alles klar. Also alles noch später. Aber es ist halt der nicht. Was heißt denn, er ist überhaupt nicht auf der 1, es ist auf der 3 oder der 4. Kein Plan, kein Weg, kein Ziel. Ich folge nur den Lichtern der Nacht. So hört sich für mich richtig an. Ich flieg, beweg mich durch die Lichter der Nacht. Steig ein, komm mit, los geht's. Folg mir durch die Lichter der Nacht. Die Lichter der Nacht. So ist es für mich. Die Lichter der Nacht. Das Ende ist auf jeden Fall besser. Bobby zu beschreiben, da weiß ich jetzt gar nicht, wo ich genau anfangen soll. Ich würde sagen, also was Konsens war, er war ein extrem guter Rapper, also stilistisch war er nach Meinung der Fachleute, glaube ich, sogar besser als Sido. Sido war auf lange Sicht origineller und lustiger. Und ansonsten habe ich Bobby als extrem loyalen und sehr herzlichen und gutmütigen Menschen in Erinnerung. Alles Gute! Danke, danke. Ja, du bist gewonnen. 30. 30. Jetzt ist die 3 vorne. Tja, jetzt werden wir alle alt. Er ist auf jeden Fall ein sehr loyaler Mensch, deswegen glaube ich, verbindet uns auch sehr viel, weil ich auch ein loyaler Mensch bin und mich eigentlich nur mit loyalen Menschen auch abgebe. Und wie anfangs schon gesagt, seit 2007 hat er uns supportet und auch außerhalb der Szene würde ich sagen, ist ein Freund. Bester Freund, Bruder, ich glaube von vielen unterschätzt. Ja, krasser Mensch einfach. Bobby ist sehr besonnen, ein sehr besonnener Mensch, sehr am Boden geblieben. Ja, Bobby ist ein wichtiger Teil meines Lebens. Er und ich wäre nicht wer ich bin, gäb es nicht ihn und mich. Es gibt was anderes außer uns, das interessiert mich nicht. Ich bin da für ihn und er ist hier für mich. Er und ich wäre nicht. Meine jetzige Verbindung zu Bobby ist per iPhone. Oft, ne? Also man sieht sich leider viel zu selten. Aber trotzdem, also ich meine, alles was Bobby macht, und der macht ja seine Sachen auch viel in der Öffentlichkeit, ne, das kriege ich natürlich sowieso mit und da bin ich sehr interessiert dran. Aber man muss schon sagen, natürlich durch Familie und so weiter, ne, jeder hat seine Familie, so kommt das im Leben nun mal, ne, jeder hat seine Familie, man sieht sich nicht mehr so viel wie früher. Früher haben wir zusammen gewohnt, ne? Früher haben wir zusammen in einer Bude gehaust, ne? Im Jahr 2000, vom MV nach Wedding. Mäusebefall, Ofen, Heizung, Außen, Klo, Drecksding. Nudeln mit Ketchup, unser täglich Mittagessen. Schulden durch Drogen, diese Zeiten kann ich nicht vergessen. Irgendwann kam dann auf jeden Fall der Punkt, wo ich mir dachte, nee, irgendwie habe ich mir mein Leben anders vorgestellt. Das soll nicht so sein. Soll nicht so sein, dass ich irgendwie die ganze Zeit Hunger habe und in so einem Drecksloch hausen muss. So, ich will was ganz Normales haben.
Also ich will was, wo Leute mich für respektieren und nicht, dass ich da zum Arbeitsamt oder Sozialamt gehen muss damals und da behandelt werde wie der letzte Arsch. Und trotzdem habe ich es aber irgendwie versucht mit Humor zu nehmen, das Ganze, was so schief gelaufen ist. Ich fühle mich gut, es könnte nicht besser sein. Auch wenn es draußen grau ist, fühle ich mich nach Sonnenschein. Ich störe mich nicht an dem, was mir sonst Sorgen macht. Ich red mir ein, alles sei gut und mein Herz lacht mich aus. Ich meine, ich hätte ja auch einfach besser in der Schule sein können, eine Ausbildung anfangen können. Ja, ich hab's mir irgendwie so ausgesucht. So, ich hatte ja keinen Bock, was anderes zu machen außer Musik. Alte Schule, hey, neue Schule. Ho. Wir spucken Wörter, als wären es Feuerkugel. Keine Feindschaft, hey, eine Gemeinschaft. Ho. Alles brennt lichterloh, weil keiner so geile Lines hat. Alte Schule, hey, neue Schule. Ho. Wir spucken Wörter, als wären es Feuerkugel. Keine Feindschaft, hey, eine Gemeinschaft. Ho. Alles brennt lichterloh, weil keiner so geile Lines hat. Ich sehe wie ein Rapper, rede wie ein Rapper. Ich stehe und ich gehe und ich lebe wie ein Oldschooler. Früher war viel besser und so. Die Szene war noch echt und es gab auch viel fresher Flow. Bobby, sein Leben kurz und knapp zusammenzufassen, ist nicht so einfach. Kurz und knapp das zu machen, ne? Weil ich weiß viel zu viel. Jetzt da so Steps rauszusuchen. Also. Ich würde sagen, Bobby hat eigentlich ein ziemlich turbulentes Leben geführt. Bobby hatte es als Kind nicht so leicht. Auch seine Hautfarbe hat natürlich in Deutschland eine Rolle gespielt. Kreuzberg, Adjutantenheim, 1982. Es waren harte Zeiten, doch Mama wusste, sie schafft es. Wohnung kriegen war nicht leicht, weil der Besitzer nicht jeden nimmt. Besonders keine Schlampe mit einem Negerkind. 1984, endlich ein echtes Zuhause, auch wenn es zwischen den Hochhäusern im MV ist. Mama überfordert mit uns beiden, ich und meine Schwester empfanden jeden Tag irgendwie als Pechtag. Auch in der Familie lief alles nicht so glatt. Dann hat er die Möglichkeit gehabt, in Amerika, auch ein großer Schritt in seinem Leben, in Amerika Basketball zu spielen. Sein Knie ist kaputt gegangen, er kam wieder, wusste nicht genau, was los ist. Hat viel Scheiße durchmachen müssen. Ist wirklich durch die Kacke gekrochen, mehr oder weniger. Ja. Hat sich stark nach oben gekämpft. Wir haben zusammen eine Rap-Gruppe gegründet und sind durch die Decke gegangen mit dieser Rap-Gruppe. Und da sind wir heute. Bobby ist jemand, der viel verändert hat für Deutschrap auch. Also wenn man irgendwie über deutschen Rap heutzutage redet, darf man B-Tides nicht weglassen. Ja? Also man darf nie vergessen, dass B-Tide und Sido wirklich eigentlich zusammen dieses ganze Ding gestartet haben. Vom Ghetto-Jungen halt zum Rapstar. Also richtig amerikanische Erfolgsgeschichte eigentlich. Schönen guten Tag, was hätten Sie denn gern? Ein Royal TS bitte. Haben wir gar nicht mehr. Du dumme Fotzensohn, Truder, Alter, willst du mir sagen, ich hab kein Royal TS mehr? Sagen Sie mal, sind Sie auf Stress auch? Ja, Mann. Nur wegen dem Skit haben es, glaube ich, schon alle gefeiert. Und dann kam halt die Musik so, zwei Berliner Jungs, die irgendwie so ganz roughen Sound haben und einfach gerade heraus sagen, was sie denken. Wissen vor Talent, auf jeden Fall ein sehr wichtiges Tape, habe ich damals beim Bounce DS gekauft, bei, ich glaube sogar Hanni persönlich. Wie viel haben die eigentlich gekostet? 5 Mark oder 10 Mark? Das waren noch deutsche D-Mark-Zeiten, das muss so 2001 gewesen sein. Fuck you, Royal TS, bitch. Im Gegensatz zu uns am Mikrofon seid ihr hässlich. West-Berlin auf den Rest der Welt geschissen. Sido und B-Tight sind ein Untergang, Hure. Ich finde cool, dass Wissen an erster Stelle steht, weil Flow und Talent im Prinzip ohne Wissen gar nichts ist. Manche haben halt einfach so Untergrund supportet und ist dann einfach mal gekauft. Dann haben wir das noch selbst kopiert damals auf so einem Doppelkassettendeck und so haben wir unsere ersten Tapes produziert. Wir haben mit Steiger zusammen damals das Cover gemacht, alles auf kleinste Weise produziert und das war das erste Tape, das wir dann so vor Clubs und so weiter verkauft haben, mit dem wir eigentlich unser Tape-Business im Grunde gestartet haben. Das war ein bisschen Flow und Talent. Talent würde ich sagen, es war das erste Royal TS Tape, habe ich das Cover designt mit dieser komischen Krone, da habe ich irgendwie, glaube ich, eine Krone von LL Cool J ausgeschnitten und so weiter mit meinen wahnsinnigen Photoshop-Künsten dann irgendwie zusammengesetzt, das war sehr schön.
Ein super Tape. Sollte sich jeder machen. Das war ein bisschen alt. Scheiße im Doppelkack. Das, was du machst, hab ich nicht nur sagt, sondern Doppelzack. Royal TS, halt ist scheiße. Open Mic Rap. Die Gäste haben Angst um ihre Host, wenn ich ans Mic stand. Mein Lieblingsburger war McDonald's. Und eine super Crew auch noch. Also mit Royal TS haben wir das erste Tape der Sekte veröffentlicht. Oder wo wir die Formierung, die Sekte, wo es das gab, wo die dann auch als Feature dabei waren. Früher haben wir tatsächlich jeden Tag aufeinander gegangen. So. Ja. Wir beide waren so der Mittelpunkt von allem, von unserem ganzen Freundeskreis waren wir der Mittelpunkt. So, ne? Wir waren komplett aufeinander gehangen und so. Ne? Also das Gefühl ist immer noch dasselbe, aber man hängt eben nicht mehr so aufeinander. Das ist noch ein ganz Oldschool-Ding, also die haben wir auch gehört, damals an der Schule. Da haben wir uns sehr gefreut, weil das auch alles so ein bisschen brachialere Musik war, weil da auch schöne Ausdrücke immer drin vorkamen oder einfach so, man hat gemacht, worauf man Bock hatte damals, die Zeit. Wenn ich ehrlich bin, mochte ich die dann nicht so besonders gern, die waren dann nicht besonders frauenfreundlich und ja, und in dem Alter ist man ja, ich meine, ich war 25, ich war eh so, ich habe gedacht, ich bin so cool, ich habe die Weisheit mit den Löffeln gefressen, wie, gerade in der Kombination als Royal TS waren die beiden natürlich richtig wild. Also ich nehme an, dass sie damals auf jeden Fall auf dem Peak an Drogeneinnahmen waren und auf jeden Fall alles, aber ich, das sind die Sachen, die ich eigentlich jetzt im Nachhinein auch noch richtig feiere, muss ich sagen. Auch so die AIDS-Geschichten, also Klassiker, ne? Ja, geil. Wollen wir ein Breakdance-Battle noch machen? Ich hab's auch nicht verstanden. Wo kommt eigentlich dieses... Also Royal, klar, okay. Der königliche Anspruch ist immer gut, aber was bedeutet dieses TS eigentlich? Verstehe ich nicht. Also das S kann ich mir immer noch erklären mit Sido, aber wo kommt das T her? Das war unser Tribut an den Royal Bunker, deswegen Royal. Und TS, weil wegen B-Tight und Sigi. Man hätte es auch BS eigentlich nennen müssen, wegen B-Tight. Aber wäre blöd, weil Royal TS gab es schon und ne, man hatte gleich eine Assoziation mit irgendwas, mit Fett in dem Fall auch. So eine Sachen haben wir uns damals dabei gedacht. Ne? Und dann hatten sie noch diese Einzimmerwohnung in Wedding. So mit Außenklo. Und also das war schon ein Loch. Aber mit Vierspurgerät und Playstation wurde da Mucke gemacht, weißt du? Absolutes Kult. Absolutes Kultding. Fast alle, die ja immer in diesen sogenannten Cypher waren, sind heute Kings in ihrem Gebiet. Definitiv eine Talentschmiede, wo ja auch B-Tight und Sido eine Zeit lang ihre Tapes rausgebracht haben. Royal Bunker war so das Nonplusultra, wenn du da warst. Und wenn, das war ja das Geile, das war am Anfang so, du bist in den Royal Bunker gegangen und entweder die anderen MCs haben die applaudiert und das gefeiert, dann wusstest du, okay, ich habe wirklich was Krasses gemacht gerade. Oder eben, ausgebucht wurdest du nicht, aber die haben dich halt einfach angeguckt. So, ja. Und jetzt? Und es war, glaube ich, noch schlimmer als ausbuhen, wenn einfach gar keine Reaktion kam. Und so sind halt auch manche Neulinge in den Royal Bunker gekommen und waren auch nur einmal da. Irgendwann wurde es dann irgendwie voll kommerzialisiert. Dann waren halt, musste man irgendwann Eintritt zahlen, dann war mit Publikum, dann war halt das Publikum da. Irgendwann war es dann auch vorbei mit Royal Bunker, weil wir Rapper uns gedacht haben, eigentlich wollten wir das doch so für uns haben. Ich bin meine Bock und deine Worte, danke Bild. Ich weiß etwas Rechtes, dass du nur ein Cash bist. Kennst dich schon eine Limit, das ist mein Verrechnis. Als ich dann meinen ersten richtig krassen Applaus bekommen habe für einen Text von den anderen Rappern, das war ein krasses Gefühl. Weil du wusstest so, das sind die Rap machen in Berlin. Und das sind die, auf dessen Meinung das ankommt. Wenn die sagen, du bist geil, dann sagen alle anderen auch, du bist geil. Und dann später hat Markus Steiger so ein Label rausgemacht. War eine sehr gute Sache. Nicht alle Acts, die bei dem Label dann später waren, habe ich immer gefeiert, aber da waren sehr, sehr gute bei. Die hatten ja, glaube ich, dann eine Phase ihren Beef mit dem Label. Ich kann dazu eigentlich nicht wirklich viel sagen. Wir waren ja nie so intensiv mit dem Label verbunden, dass es da irgendwie zu einem Beef hätte kommen können. Eine coole Phase mit Steiger.
Also war schon auch cool, aber Steiger, der denkt nur an Business. Das, was er anderen Leuten vorwirft, ist er selber vom Feinsten, Mann. Der ist eine Schlange, der macht Business. Weißt du, der hat sich nicht um uns gekümmert. Der hat unser das Geld, was er mit uns gemacht hat, dafür benutzt und hat es in MOR und Savasch reingesteckt. Wo Savasch hat ihm nicht mal gehört. Mann, egal. Auf jeden Fall hat er das ganze Geld in MOR reingesteckt und so. Und das hat uns so. Wir haben auch viel Geld für Royal Bunker gemacht, aber haben davon zu wenig gesehen. Er hat sich zu wenig um uns gekümmert. Und darauf hatten wir keinen Bock. Wir haben gesagt, ist Steiger, wir machen das alles alleine. Wir haben dann auch einfach, ohne ihm das zu sagen, unser nächstes Tape, auf was er sich schon gefreut hat und so, unser nächstes Album haben wir einfach selber rausgebracht und so. Ja. Lief auch viel besser, seitdem wir es alleine gemacht haben. Komischerweise kamen dann plötzlich Auftrittsangebote und so. Ja. Und so ist es dann halt weiter verlaufen. Im Endeffekt finde ich es schade, dass man sich im Streit getrennt hat. Auf der anderen Seite ist auch das alles so richtig gewesen, wahrscheinlich, wie es dann war, weil dann sind die ja zu Akro gegangen und mit Akro dann auch den großen Erfolg eingeheimst, den sie mit mir wahrscheinlich nicht gehabt hätten, weil ich einfach nicht so der Stratege bin. Es gab eine Zeit lang, kann ich mich noch daran erinnern, da haben wir uns auch richtig gestritten. Da wollte ich zu Steiger gehen und ihm die Hand geben und einfach sagen, ey Steiger, wie geht's, alles cool? Und da hat er mich nur so angeguckt, nee, die kannst du für dich behalten. Ich meine, ich habe auch nicht so freundschaftlich, sondern mehr so auf arrogante Art und Weise wollte ich ihm auch die Hand schütteln, hat er bestimmt gemerkt. Sie haben irgendein Tape gemacht, das kam dann plötzlich nicht mehr bei mir raus, ohne dass Sie vorher mit mir darüber gesprochen haben. Dann gab es eine große Diskussion, da waren 6 Gruppenmitglieder der Sekte gegen mich. Wir waren halt eine Sekte. Da gab es nichts mit Einzelgespräch oder nur 2 reden. Nee, die Sekte war immer eine Gang, alle zusammen, egal was ist. Ob wir draußen unterwegs waren oder ob halt ein Steiger dann zu uns kam und irgendwas besprechen wollte oder musste, alle waren immer am Start. So, du hast uns alleine eigentlich fast gar nicht gesehen. Es gab Unstimmigkeiten, Abrechnungen oder sonst irgendwas. Also im Endeffekt, glaube ich, war aber ganz, ganz viel Unmut da, weil ich sehr viele Sachen mit Savasch gemacht habe. Savasch war nicht bei Royal Bunker, die Leute wie die bei Royal Bunker, aber es, wie auch immer, also diese Konflikte gab es später auch. Wer kriegt die meiste Aufmerksamkeit, wer darf, wer ist so quasi die Nummer 1 bei denen, wie auch immer. Und hat ihnen nicht gepasst und dann hatten wir diese Besprechung und am Ende der Besprechung hieß es, ja okay, wir machen das Tape doch bei dir. Und ich habe immer diese Texte, diese Werbetexte für die Leute geschrieben und ich bin nach Hause gefahren und da habe mich hingesetzt und mir ist nichts eingefallen. Und es wäre in dem Moment wirklich nur noch so quasi so ein Business-Move gewesen, dass man sagt, okay, wir arbeiten zusammen, aber irgendwie, also irgendwo ist das Vertrauensverhältnis zerstört, aber wir arbeiten trotzdem zusammen, weil es irgendwie ein erfolgreiches Modell ist. Und dann ist mir dazu, zu diesem Tape und zu dem einfach nichts mehr eingefallen. Und dann habe ich am nächsten Tag angerufen bei Paul und habe gesagt, ey, ich glaube, wir lassen das einfach. Und darauf sagt er, das habe ich gestern Abend den Jungs schon gesagt, Steiger macht einen Rückzieher oder so. Und dann waren wir getrennt und dann gab es so doch ein bisschen Schlammschlacht hin und her. Also, oder was heißt von meiner Seite eigentlich nie, weil ich habe das Wasser nie aufgerührt, das dann so aufgerührt war. Hältst du's aus mit dem Gedanken, dass wir da sind? Dich suchen, dich finden, dich ficken und verschwinden. Es hat sich ausgeflasht, noch bevor du's wahrnimmst. Ist die Sekte auf Agro, siehst du mehr Blut als Binden. Kommst du klar auf den Gedanken, dass wir da sind? Dich suchen, dich finden, dich ficken und verschwinden. Es hat sich ausgeflasht, noch bevor du's wahrnimmst. Ist die Sekte auf Agro, siehst du mehr Blut als Binden. Ich kann mich immer nur an eine Situation erinnern, da waren wir bei mir im Märkischen Viertel, Senftenberger Ring 32, erster Stock, also kann man ruhig mal hingehen und gucken. Und da saßen wir in meinem Zimmer und dann hatten wir so eine kleine Bon, irgendwie, die haben wir dann rumgereicht.
dieses Zusammen-Hai werden. Das war so krass. Und es hat uns irgendwie voll zusammengeschweißt. Und da haben wir auch zuerst eigentlich nur gefreestylt die ganze Zeit. Wir hatten ja keine Aufnahmemöglichkeit. Ich wollte, dass wir irgendwie mal eine Crew sind. Wir waren so viele Leute, die aufeinander gehangen haben, nicht nur Bobby und ich, so Kumpels auch, die ringsherum waren und so weiter. Und dann wollten wir der Sache einen Namen geben. Ich weiß nicht, wer auf die Idee kam. Sekte stand im Raum. Der sieht aus wie ein Junkie. Die sehen alle aus wie Junkies. Hat sich ja auch immer irgendwie geändert. Die Sekte waren ja immer irgendwie, das sind ja immer Mitglieder weggesprungen, dazugekommen. Und also die Sekte, wie ich sie früher kannte, das ist für mich eigentlich so, sind Ryan Simon, Vokal Matador, B-Tight, Sido, die ganze Bande, Colin, Kalle. Ich vergesse noch ein paar. Also, das war ein verrückter Haufen. Die Sekte war cool. Ja, die Sekte, es war immer die Sekte und PC. Das war so das Kollektiv. Ja, das war immer, wenn wir zusammen irgendwie was gemacht haben, dann war es einfach nur verrückt. Die Sekte bei Prime sind Pioniere gewesen. Das meine ich, das schwört bei Augen von meinem Sohn. Wir waren Pioniere. Die Sekte waren eigentlich so die. Na, die hatten eine gute Mischung. Die hatten den witzigen Sido, der damals schon ziemliche Entertainer-Qualitäten hatten, die hatten den angriffslustigen und technisch sehr versierten B-Tight. Dann hatten sie damals ganz früher noch Ryan Simon, der so einen sehr verrückten Style hatte, Vokalmatador, der auch so ein bisschen eher den klassischen Battle-Rap gemacht hat und war sehr viel Storytelling, sehr comicartig. So bis dato, so deutsche Crews hießen irgendwie absolute Beginner oder so. Und dann kommen da ein paar Jungs und nennen sich die Sekte. Das hatte sowas. So was Hartes oder so was Abgrenzendes auch so nach dem Motto, keine Ahnung, ganz eigener Film einfach so. Fand ich geil damals. Ich habe mich irgendwie gefühlt wie der Mittelpunkt dieser Band, wie der Anführer oder sowas, ne? Wollte ich aber nicht sein zu dem Zeitpunkt. Also habe ich gesagt, ey Jungs, ich weiß nicht, ob ich auch in dieser Sekte sein möchte, weil, ne? Ich glaube, ihr seht mich als Anführer und ich will nicht der Anführer sein. So, ne? Ich will einfach nur einer von allen sein und nicht für alles gefragt werden und dann am Ende dafür verantwortlich sein, wenn es nicht geklappt hat und so weiter. Ich will das nicht. Ne? Für mich war es mal anders. Ich habe immer Bobby gefragt. Für mich war Bobby eigentlich. Ne? So, ne? Ohne Bobby hätte da nie irgendwas funktioniert bei uns in der Sektor. Also der war der überhaupt, der alles gemanagt hat und wirklich den Plan hatte. So, ne? Und überall hingegangen ist. Ich wollte das nicht sein. Deswegen gibt es tatsächlich Releases von uns auf einem Royal Rock Hotel, wo Sido und die Sekte steht. Aber habe ich ganz schnell drauf geschissen, weil ich das dann auch wieder zu affig fand, warum Sido und die Sekte, bin ich jetzt nicht ein Teil davon? Bin ich jetzt was Besseres als die oder was? So, nein, natürlich bin ich ein Teil davon. Und ich habe einfach versucht, mich immer ein bisschen mehr zurückzuziehen. So, und Bobby hat das auch super gemacht. Bobby hat uns allen tatsächlich den Arsch gerettet. Ne? Wenn Bobby nicht losgegangen wäre und die Tapes zu Downstairs und so gebracht hätte, ne? Dann hätte es keiner gemacht. Ne? Also Bobby hat das alles geregelt für mich. Auf jeden Fall eine prägende Zeit damals für mich gewesen, so Mucketech. Erste Deutschrap, was ich so gepumpt habe eigentlich, ja. Die Sekte? Die Sekte? Die Sekte habe ich nie gehört. Welches? 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 Das letzte Album? Schütt mich jetzt mal an. War das das erste? Also wir hatten ja die Sekte und die Projekte und ich hatte aber auch viel Zeit, wo ich einfach alleine war zu Hause und es stand ja alles bei mir rum. Also habe ich mir gedacht, wenn ich das eh habe, dann kann ich ja in der Zeit, wo keiner da ist, einfach mal ein paar Songs aufnehmen und gucken, was passiert. Auf einmal war ein Album fertig und da habe ich mir gedacht, ja cool, hat jetzt alles kein Konzept irgendwie. Brauche ich auch einen Namen ohne Konzept. Und das war dann B-Tight sein Album. Ganz frei. Für mich ein Meisterwerk. Da gibt es dann auch einen Song, wo seine kleine Nichte so nach ihm ruft. Bobby! Ne? Voll verrückt. Und also das Album, wer es noch nicht kennt, ne? Ich meine, es ist vielleicht nicht so leicht, da jetzt ranzukommen an dieses Meisterwerk, so auf Tape und so weiter gewesen. Aber Cover auch von der billigsten Sorte. Ne? Man erkennt auch nicht wirklich, was da drauf sein soll auf dem Cover, aber es ist er
ein bisschen verwischt. Mit auf der Bühne, Scheinwerfer sind über ihm sozusagen. Man erkennt es nicht so richtig. Und der Name ist jetzt auch so, Beteid, Punkt, 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 sein Album. Ne? Das ist so, so wie es früher eben war. Das, da war sowas nicht so wichtig. Ne? Finde ich auch, ich finde es heute immer noch nicht so wichtig, wie ein Album heißt und so weiter. Das ist alles. Ja. Wer dieses Album hat, hat auf jeden Fall ein Meilenstein deutscher Musikgeschichte. Hab ich alle überrascht, glaube ich. Und sie alle schreien, hey, yo! Das geht an euch, das ist der Sampler Nummer 2. Schreit, hey, yo! Was los in Deutschland geht und sagt jedem Bescheid. Schreit, hey, yo! Sektenmusik, das Label hat uns 3 gesigned. Schreit, hey, yo! Ey, yo! Hör mir zu und mach's mir nach. Schreit, hey, yo! Da kann ich mich noch dran erinnern, dass wir keinen Bock mehr hatten auf Royal Bunker. Und dann haben wir einfach gesagt, wir machen jetzt unser eigenes Label, Sektmusik. Also war damals kein Label, wir haben es einfach aufgeschrieben. Wir hatten keine Ahnung, was ein Label machen muss. Wir dachten nur, wir machen das einfach selber alles. Und später wurde dann Sektmusik ein richtiges Label. Aber das war schwierig, als Künstler ein Label zu führen. Da muss man sich dann schon irgendwie entscheiden, ob man Künstler sein will oder ob man Label-Manager sein will oder Label-Besitzer. Und sich um viele Charaktere kümmern ist auch nicht so leicht, wenn man eigentlich seine eigene Karriere nach vorne bringen will. Sprich mir nach, ab heute wirst du tun, was ich dir sag. Ohne Widerworte bis ins Grab. Jetzt gehörst du mir, denn du bist nicht stark. Sprich mir nach. Schon gut, ich mach ab heute nur noch das, was du mir sagst. Ich widersprich dir nicht bis in den Sack. Doch ich bitte dich, sei nicht so hart. Sprich dir nach. Wir hätten uns auch gefreut, wenn es früher auch jemand im Viertel gegeben hätte, der das mit uns gemacht hätte oder so. Ne? Deswegen haben wir das gemacht. Wir haben nur ganz schnell gemerkt, dass wir nicht die typischen Label-Typen waren. Ne? Also wir haben nicht so Ahnung gehabt und mussten alles anderen Leuten überlassen. Ne? Und das ist nicht das Schlauste, es anderen Leuten zu überlassen, wenn man so ein Label gründet, was eigentlich auf Bobby und mir basiert, ne? Auf unserem Know-how und auf allem basiert dieses Label und man überlässt das dann doch jemand anderem. Wir sind nicht so die Geschäftsmänner, zumindest damals noch nicht gewesen. Und ja, deswegen hat Sektenmusik nicht funktioniert. Und so ist dann halt alles irgendwie total durcheinander gewesen und hatten auch noch viele Jahre nach der Schließung damit zu kämpfen, mit der ganzen verbrannten Erde, die wir hinterlassen haben. Ich weiß nur noch, dass ich aufgeräumt habe, dass ich versucht habe, das Desaster, was zum Schluss da war, einigermaßen noch in Bahnen zu lenken. Ich glaube, super Idee, super Ansatz, ist aber auch krass heutzutage, wenn man kreativ sein möchte, da parallel ein Geschäft aufzuziehen. Schönen guten Tag, wir sind Fuhrmann und Bent. Wir haben das ganze Jahr auf der Schulbank gepennt. Ich sitz links und der rechts, hinten in der letzten Reihe. Nichts gelernt, aber hörst du die perfekten Reihen. So machen wir das bei uns im Tempelhof. So machen wir das hier bei uns im MV. So machen wir das bei uns im Schönenberg. So machen wir das, ja, so machen wir das. Ich muss hier raus, ich muss weg, ich muss aus dem Alltag fliehen. Ich brauch noch ein bisschen mehr von dieser grünen Medizin. Ich schreib mich aus und weg, ich hab es einfach nicht verdient. Ich brauch noch ein bisschen mehr von dieser grünen Medizin. Ich hätte mir gewünscht, dass das was wird. Aber hat halt nicht so richtig funktioniert. Ich meine, es gibt, in dem Bereich bin ich auch ein bisschen unsentimental. Es gibt natürlich auch Gründe, warum Leute erfolgreich sind und warum andere nicht so erfolgreich sind als Künstler. Ja. Und es hat schon auch ein bisschen was mit Disziplin und Fleiß und Originalität und diesen Sachen zu tun. Viele hatten sich sicher auch erträumt, so dass sie durch Sektmusik, also sie machen ein Album und dann sind sie die Stars. Und brauchen nie wieder was machen. Machen dann ein Album alle 10 Jahre oder was, sind Millionäre und haben ausgesorgt. Dann wurde ziemlich schnell auch klar, dass es nicht so ist. Weil die waren auch jung, die Jungs, und
musste auch noch viel lernen. Genauso wie wir auch auf der Labelseite viel lernen mussten. Jetzt sind wir dran, wir stehen unser Mann. Alles erfunden, was heutzutage Standard ist, also Promophasen, Skandale erzeugen, wo es passt, provokant sein, Rap so rüberbringen, wie es halt sein soll, die wahrscheinlich auch die ersten, die das ganze Indie-Ding so richtig durchgezogen haben und halt der Major-Industrie gezeigt haben, wie man Rap-Apps wirklich, Rap-Acts wirklich vermarkten kann. Im Deutschrap waren das so für mich die ersten, die das ein bisschen wiedergespiegelt haben, was wir so eigentlich erlebt haben, oder wo auf jeden Fall die erste Deutsch-Rap-Mucke, wo ich mich mit richtig identifizieren konnte damals. Über krasses Movement, über krasse Idee, über krasses Zeitalter eigentlich schon. Eigentlich könnte man von so einem Agro-Berlin-Zeitalter reden. Auch so glücklich, froh, stolz drauf, so dabei zu gehen, mitgewirkt zu haben, so auch wenn ich nie ein Agro-Berlin-Künstler war, so in dem Sinne. Ich habe da halt mein Ding gemacht, so dieses speziell halt Lieblingsrapper. Aber sonst war geil so. Also gerade die drei Hauptköpfe so, Spekte, Heilige Speiche, halt natürlich maßgeblich, aber die haben halt auch ein gutes Team einfach gehabt so, auch die Leute also dahinter. Denn natürlich Künstler, die halt auch immer gut auf Spekte und Speiche und Heilige gehört haben und denen vertraut haben, eigentlich gar nicht mal gehört haben, sondern denen vertraut haben, was die Visionen von den drei waren. Wobei die drei natürlich auch darauf gehört haben, was die Künstler für Visionen hatten und das dann einfach gut umgesetzt haben. Also Agro Berlin ist einfach ein gutes deutsches Rap-Zeitalter. Was Agro Berlin gemacht haben, die haben eigentlich das übernommen, was wir damals mit Bassbox und mit Royal Bunker, mit Sektenmusik, was wir damals angefangen haben im kleinen Stil mit diesem Kassettenverkaufen, später auch CDs pressen und so, das haben die einfach professionalisiert. Die haben einfach das so perfekt durchgezogen und haben richtige Stars in Deutschland erschaffen. Jetzt im Nachhinein gesehen eine wichtigere Zeit, als ich es damals empfunden habe. Damals war das für mich, wenn ich ehrlich bin, eigentlich habe ich nur einen Job gesucht. Und wie gesagt, also die Mucke fand ich ja nicht so gut von den Jungs vorher. Und ich war jetzt auch nicht so ein Fan. Und ich glaube, das war letztendlich auch der Grund, warum ich dann genommen wurde, weil ich jetzt da auch nicht so irgendwie scharf war, jetzt irgendjemanden da kennenzulernen. Die Art und Weise, wie wir gearbeitet haben, war schon anders als eben bei anderen. Das war eben viel mehr auf diesen Zusammenhalt gebaut und so, dass jeder automatisch auch mehr leisten wollte, weil man ja automatisch sich im selben Boot gefühlt hat wie alle anderen, weil man hat ja das Gefühl, ja, alle haben was gegen einen. Also es war nicht so, dass da irgendwie Agro Berlin gut ankam. Ich habe vorher irgendwie ein paar Monate mal kurz bei Universal verbracht. Wenn du da irgendwie angerufen hast oder irgendwo gegessen bist, war überhaupt kein Problem. Da haben sich alle Türen geöffnet. Und du sitzt bei Agro Berlin und Agro ist jeder so, ja, okay. Aha. Würde ich sagen, war so wahrscheinlich auch für Bobby so die wildeste Zeit. Ich habe das ja nur aus Außenstehender mitbekommen. Ich persönlich habe mich immer, ich fand es immer ganz cool, was die gemacht haben. Agro Berlin war natürlich, war für uns das Beste, was passieren konnte. Bobby und ich hatten immer die Ambition, irgendwo zu sein. Ich weiß noch, als Spekta kam, mit Vokalmatador hat ihn, glaube ich, angeschleppt. Dann kam Spekta und hat voll visionär, wie ein Visionär gesprochen. Und der hatte irgendwie so eine mitreißende Art. Wir dachten, ja, hier, das kann was werden. Der hat auch sofort ein gutes Ding an den Start gekriegt, dass wir einen Song mit der Jazzkantine zwar machen sollten, aber die haben irgendeine alte Strophe von ODB, also Outta the Bastard, gekauft und können den Song machen und wir sollten mit drauf sein. Fand ich überkrass. Und das war dann auch der Zeitpunkt, wo die Sekte sich getrennt hat, also die ursprüngliche Sekte mit Ramy Simon und so weiter. Was ja nicht mal die ursprüngliche Sekte war, davor gab es noch eine andere Sekte, aber immer um Bobby und mich herum, ne, was man sagen kann. Wir wollten halt auch raus aus diesem Loch und für uns war das nicht schlimm, mit der Jazzkantine und Bricks einen Song zu machen, wenn ODB dabei ist, weil wir haben ja uns nicht verändert, wir haben ja trotzdem so gerappt, wie wir wollten
Und ja, aber leider wollten die Jungs da nicht mitziehen. Die haben den Kommerz gerochen. Ne? Die dachten, nein, das können wir nicht machen und wir verraten uns und so weiter. Das, was uns heute auch aus der Hip-Hop-Welt vorgeworfen wird, dass wir uns verkauft haben. Naja. Zumindest haben wir mit Agro Berlin dann eine riesen Ära gestartet, wir haben die komplette Musiklandschaft auf den Kopf gestellt mit Hip-Hop, ne? Was vorher keiner gedacht hätte und was vorher nicht passiert wäre. Oder keinem passiert ist. Es gab Hip-Hop-Acts, aber die waren, ne, das war alles nicht so groß. Und dann kam Agro Berlin in die Ecke und hat das Ding aufs neue Level gebracht. Oh yeah! Oh yeah, TS! Alles ist die Säte! Yeah. Ja, Agro waren ja dann die Feinde. So, das war einfach der Gegenentwurf zu der Bunker und das war auch teilweise unschön. Ich habe das als extreme Konkurrenz wahrgenommen, ich habe das aber als extreme Bedrohung teilweise wahrgenommen, weil sich das halt wirklich auch aufgeschaukelt hat. Wir waren immer relativ öffentlich, jeder wusste, wo unser Label ist. Dann gab es eben diese Mock-EP, Fick MOR und so weiter und so fort. Und das ist ja dann alles in diesem Akkokosmos ja auch so mitfinanziert worden oder auch so teilweise davon ausgegangen. Und dann war das schon relativ anstrengend. Also ich hatte halt immer so den Eindruck, okay, ich weiß nicht, wenn ich morgens halt zu meinem Laden komme, ob da ein Molotow-Cocktail drin liegt oder nicht, oder drin lag und das Haus abgebrannt ist oder sonst irgendwas. Das fand ich dann zu einem gewissen Zeitpunkt ziemlich anstrengend. Ansonsten war mir Agro Berlin eigentlich relativ egal. Kann man sehen, wie man möchte. Ne? Ich glaube, Bobby und ich haben damals, da, was das angeht, alles richtig gemacht. Dass wir da unterschrieben haben, war genau der richtige Weg. Wir haben Musikgeschichte geschrieben mit Agro Berlin. Ne? Die Zeit hat uns unsterblich gemacht. Ne? Und, ich bereue das kein bisschen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass die anderen Jungs das eher bereuen als Bobby und ich. Am Anfang hat man das nicht ernst genommen, dann hat man es gesehen, okay, die haben richtig Zug, die ziehen an einem vorbei. Gut, mit einer vollkommen anderen Taktik. Anstrengend wurde es dann, als natürlich andere Künstler von mir angefangen haben, sich damit intensiv zu beschäftigen, und zwar auf einer Neidebene, und das natürlich dann wieder auf mich zurückprallte. Guck mal, was die machen, wie erfolgreich die sind, und dass das alles Quatsch und Kacke ist, was ich mache. Komm mal klar jetzt, ey, komm mal klar jetzt, Mann, mach mal hin, wir müssen los. Alter. Mach mal hin. Nein, Mann, ich hab Gold. Sie haben halt einfach auch super, super Künstler bei sich gehabt, einfach mega professionelle Künstler. Also wenn man da allein an Sido, Bushido, Vitaid, auch Tony D, darf man nicht vergessen. Tony ist einfach jemand, der voll dazugehört hat. Das ist Flair. Das sind alles Künstler, die heute noch irgendwie in den Köpfen der Menschen sind oder weitaus drüber. Sie hatten den Vorteil, dass sie zu dritt waren. Also es sind drei Leute, die auch ihre unterschiedlichen Geschäftsfelder sehr gut betreut haben. Ja, ich glaube, das Speicher, dieses Paperwork, diese Vertragsgeschichten extrem gut im Griff hatte und dass sich da das Wissen richtig hart rangeschafft hat. Sie hatten Spectre als diesen künstlerischen Geist, der da drin war, mit der künstlerischen Vision. Und sie hatten Halil, der halt auch verkaufen, verkaufen, verkaufen geschrien hat und einfach auch darauf geachtet hat, dass das läuft, dass da Produkte am Start sind, die sich halt auch verkaufen lassen. Und das habe ich bei Royal Booker halt nie hingekriegt. Ich war alleine. Und alleine diese drei Positionen auszufüllen, ist nicht gut. Agro Berlin hat angefangen als eine Ideologie. Genau. Das waren wir, die drei Chefs, Käthe würde ich noch dazu zählen, und wir. Also ne, das war Agro Berlin. Und alles, was da entstanden ist, war auch wirklich wir. Und klein und elitär und alles war miteinander abgestimmt und so weiter. Und irgendwann hat es so ein Plattenfirma-Gefühl für mich bekommen. Also so, ich kann von mir jetzt sprechen. Für mich hat es irgendwann so ein Plattenfirma-Gefühl bekommen. Man war
wurde da behandelt nur noch wie ein Künstler bei einer Plattenfirma. Genau. So. Dieses Gefühl, was es am Anfang hatte, das hatte es irgendwann nicht mehr. Irgendwann war es weg, aber das war auch das Ding, dass sie uns nicht mehr eingeweiht haben in irgendwelche Projekte oder was auch immer. Weißt du, dann irgendwann. Die Hälfte wurde verkauft von Agro Berlin. Genau. Wir erfahren das aus den Medien. Wer hat das Gras weggeraucht? Der Neger. Wer hat dir den Penis in den Bauch? Der Neger. Wer hat das Gras weggeraucht, ne? Den sollte ich eigentlich mal wieder ein paar Mal raushängen lassen. So viel kann ich dir sagen, auf jeden Fall. Den Neger kann ich auf jeden Fall ein paar Mal raushängen lassen. Dieses Cover von dem Album war so aggressiv gewesen. Es sah so, das ist dir im Laden einfach so in die Augen gesprungen. Du bist irgendwie zu, ich glaube, es war damals sogar noch WOM, World of Music. Du bist in den Laden gegangen und hast gedacht, boah, was ist das eigentlich für ein Cover? Das muss da drauf sein. Das ist auch sehr unterhaltsam gemacht gewesen. Ich finde so diese ganzen Skits zwischendurch und so, es war schon sehr lustig. Auch dieses Ruffe, die selbstproduzierten Beats und so. Trotzdem, es hat noch so ein bisschen diesen Tape-Style-Charakter gehabt und sehr geil. Sehr, sehr, sehr geil. Irgendwie, ich wollte es, glaube ich, der Nigger nennen oder so. Oder einfach nur Nigger. Oder nur Neger oder irgendwie sowas. Und dann war das aber für Spectre und so ein bisschen zu... bisschen zu einfach. Und dann hat Siggi, glaube ich, gesagt, ja guck mal, so, du bist ja nur so halb schwarz und so und es wird bestimmt viele stören, mach doch der Neger in mir, dann verstehen die das. Aber hat trotzdem keiner verstanden. Fand ich am Anfang sehr lustig, habe aber gerade letztens wieder beim Helene Beach gemerkt, dass ich es immer noch lustig finde, aber trotzdem immer wieder noch krass. Ist halt sehr polarisierend, wenn dann da je nachdem 20, 200, 2000, 20.000 weiße Kids schreien, der Neger. Gemischte Gefühle. Der eine Teil sagt irgendwie so, voll geil, der Neger. Und der andere Teil sagt, krass. So. Aber ich glaube, der Teil, der so, wow, voll geil, ist, glaube ich, ein bisschen größer auf jeden Fall. Also ich habe es nie gehatet oder so, also für mich war das, es war mir nie so ein krassen Dorn im Auge wie vielen anderen Deutschrap-Künstlern oder dunkelhäutigen Künstlern in Deutschland so. Auf jeden Fall. Ich habe es auf jeden Fall dann mehr mit Humor gesehen. So. Und als künstlerisches Exposé. Ich war immer, es gab eine lange Diskussion, aber ich war eigentlich immer der Meinung, wenn er selber das vertreten kann, dann ist es seine eigene Entscheidung, das zu machen. Das ist eine Kunstfreiheit letzten Endes. Ja, er wollte provozieren, aber das hatte Hand und Fuß, ne? Das war kein Unsinn. Ne? Ich finde, der Arschfick-Song war Unsinn. Hat provoziert, hat sein Ziel erreicht, ne? Hat auf jeden Fall das gemacht, was er sollte. Aber dass Bobby sich Neger genannt hat in der Öffentlichkeit, ne? Das hatte auch ein politisches Statement, darf man nicht vergessen. Und ich meine, man könnte beim Neger wirklich eine gute gesellschaftliche Diskussion führen, nämlich dahingehend und so weiter. Also ihr legt jetzt unfassbar Wert darauf, dass das anders benannt wird und denkt, dadurch macht ihr irgendwas besser. Diskriminierung gibt es nach wie vor. Und das ist ja eigentlich der Punkt, warum das Wort Neger wehtut. Ja? Ansonsten, wenn das keine Frage wäre, wenn das kein Problem in dieser Gesellschaft wäre, dass Menschen mit anderer Hautfarbe diskriminiert werden, dann könntest du die nennen, wie du willst. Ja? Es ist einem Weißen im Endeffekt scheißegal, wenn er nicht gerade auf einem türkisch dominierten Schulhof ist, ob er als Quarktasche oder Kartoffel bezeichnet wird. Frau Merkel dürfte das relativ wurscht sein, ob sie eine Kartoffel ist, für manche Teile der Gesellschaft, weil die Machtverhältnisse so sind. Ja? Aber einem britischen Harvard Professor schwarzer Hautfarbe tut das Wort Nigger immer noch weh. Ja, und das liegt an gesellschaftlichen Machtverhältnissen. So, das ist eine interessante Diskussion, die könnte man auch führen, ist aber nicht geführt worden. Ja, den Nigger hat keiner verstanden. So. Eigentlich war Bobby damals unheimlich sozialkritisch, aber es hat niemand verstanden. So. Mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Für mich ist das große Kunst. Ihr seid niemals hardcore. Hardcore sind nur wir, ihr seid tot. Sagt wo. Zu dem Opfer, der denkt, er wäre doof. Sagt wo. Gib ihm ein Box und er ist tot. Ihr seid niemals hardcore. Hardcore sind nur wir, ihr seid tot.
Scheiße war es überall, aber das Mixtape war sehr schön von Bobby und Toni. Tolles Mixtape. Ich war, glaube ich, auch drauf in der Wenigkeit. Und so ein, ja, ich war drauf wegen einem Posse-Song. Sehr geiles Tape. Ein ganz krasser Kontrast zwischen den Stimmen auch und auch von den Styles her. Hat mir immer sehr gut gefallen. Ich war schon immer ein sehr großer Tony D-Fan, Tony Damager. Ich habe ja schon, bevor er bei Aggro war, irgendwie viel mit ihm bei Bassbox zu tun gehabt und gemacht und getan. Und ich finde das geil, dass die beiden dann später so viel miteinander gemacht haben. Okay. Die Linse wird ein bisschen nass. Willst du den Regen schon überhalten, Dicker? Und? Die Linse. Kannst du hinter mir bleiben, bitte? Ja, einmal kurz. Für Dings. Einmal ist noch nicht Spaß von hier. Ja, nicht, dass du mich haust. Deine Kamera rattert. Ratatat. Sie macht ratatatat. Kennst du noch den Song? Ratatatat. Ratatatatatatat. Ratatatat. Abu, 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 abu. Oh, ich tanze gerade für Bobby, sorry. Auf jeden Fall auch cooler Atze. Habe ich einmal gesehen, irgendwo mal im Prince Charles beim Olex Sesh Konzert, da hat er irgendwie an der Bar so ein Special irgendwie gemacht. Auf jeden Fall cooler Typ. Ich muss auch sagen, dass mir Tony D da am besten gefallen hat. Krass Collabo auch so mit Tony, Alter. Nur die zwei so. Eigentlich schon mit so die zwei Oberassis bei Aggro. Oh, schon ein geiles Ding gewesen, auf jeden Fall. Ich hätte auch gerne mal ein Album mit Tony gemacht, ne? Bobby hat's gemacht. H-A-V-A-D-S. Yeah. Oh Schreck, AIDS geht einfach nicht weg. Wir sind kurz abgezeckt, doch jetzt back. Bitches sagen, mein Penis schmeckt süß wie Konfekt. Es ist Zeit, dass ihr wieder daran leckt. Ja, alles ist die Sekte. Wir wollten uns nicht mehr Royal TS nennen. Wegen dem Royal in dem Namen. Weil das eben Hommage an Royal Bunker war und dem Royal Bunker nichts mehr zu tun hat. Das sind Sachen, die weiß keiner, die ihr jetzt hier erfahrt, ne? Das hier, das weiß keiner. Und ich glaube, die wenigsten Leute wissen, dass Royal TS, Royal TS wegen Royal Bunker heißt. Ne? Und deswegen wollten wir nicht mehr Royal TS heißen, sondern wollten uns einen neuen Namen geben. Haben wir uns überlegt, welcher Name geil sein könnte. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind. Ich weiß noch, wir saßen bei Spectre und haben einen Namen überlegt, haben Fernsehen durchgeskippt und haben gesagt, okay, das nächste Wort, weil es uns scheißegal ist, wie Namen sind. Das haben wir schon mal angesprochen. Ne? Namen sind nicht wichtig. Wir haben gesagt, das nächste Wort, das da jetzt läuft, so nennen wir uns. Umgeschaltet, AIDS. War das erste Wort, was lief. Haben wir ein bisschen drüber nachgedacht. Und dann kam ich schnell mit der Definition, dass man das ja alles ist, die Sekte heißen könnte. Ne? So, weil einfach nur AIDS wäre mir zu plump gewesen. Ne? Und dann haben wir die Definition davon gehabt, alles ist die Sekte. So ist der Name entstanden und genial. Ne? Obwohl Namen nicht so wichtig sind, der Name ist genial. Für mich war es damals halt so, dass ich natürlich auch ein bisschen abgefuckt war, so, weil wir uns kurz vorher so ein bisschen verstritten hatten. Und wie soll man sagen, es war so ein bisschen zwiespältig. Also ich fand es einerseits sehr gut und ich habe es gefeiert, so, dass sie jetzt so nach vorne gehen. Andererseits war ich auch so ein bisschen so, okay, alles klar, das, was intern so abgelaufen ist, war so ein bisschen, hätte man auch anders machen können, auch von allen Seiten aus. Und insofern habe ich mir gedacht, so, okay, ist cool, wenn die sich so durchziehen. War natürlich erstmal provozieren und dass sich Leute darüber aufregen, das haben wir auch, also damit haben wir auch gerechnet und das wollten wir auch natürlich. Das war das erste Mal, dass
dass man da so diese einsetzende Power von Corporate Identity und überall sind die Sticker und so weiter und so fort, da hat man schon gemerkt, oh, da geht was. Die Sekte konnte ich noch mitgehen, aber AIDS, sich AIDS zu nennen, das fand ich damals selber auch schon ein bisschen so, okay, so irgendwie eklig, also irgendwie extrem so. Ich war damals, muss ich auch sagen, bei Roger Bunker angestellt oder freie Mitarbeiter und hatte so ein bisschen den Blick darauf und wir haben das dann schon ein bisschen kritisch gesehen. Ne? Aber so ist es halt, wenn man in einem Lager irgendwo dabei ist. So. Also vom Design her, was einem auch immer im Kopf bleibt und was du einmal siehst und was nicht mehr rausgeht. Und das war auch so dieses Ding, dieses Zusammenspiel zwischen dem Visuellen und der Musik, das hat einfach immer so perfekt gepasst. Und gerade bei AIDS fand ich das richtig krass. Der Name ist hart, aber es ist schon geil. Und auf Label zeigen es dir. Wie gesagt, wir bleiben hier. Meine Bühne, mein Mic, Rap in Deutschland, mein Revier, neue EP. Neuer Strick, mit dem du dich verhängst, du bist. Neuer Name, neues Glück, neue Feinde, neuer Fick. Vergiss den alten Scheiß, Royal TS heißt jetzt AIDS. Wir zeigen dir, dass Rap auch fresh geht. Beat halt und Zeno bleiben über dem Schnitt, denn der Rest vom deutschen Rap wird runtergefickt. Noch ganz geil, dass die da eben so experimentieren konnten. Und das hat, glaube ich, auch später in der Entwicklung auch ein bisschen. Das war auch das, wo sie dann später kurz mal stagniert sind, weil sie sich auch nicht mehr so ausleben konnten, wirklich mit der kompletten Freiheit, die sie vorher schon hatten. Da war man dann irgendwann schon in diesen ganzen Bildern, die man selber erschaffen hat, doch eingesperrt. Sicherlich. Aber wir haben es nicht gemerkt und es war nicht so, dass da jeden Tag drüber nachgedacht wurde, wie man dieses Image da weiterentwickeln kann und darauf herumreiten kann, schon, sondern es waren schon auch natürliche Entwicklungen, die da einfach passiert sind und viele Zufälle, die gestimmt haben. Hau mal ab mit deinem Joint, die Bong ist mein bester Freund, wenn ich Gras in Otis gedreht habe, ja, hab ich's immer bereut. Damals sehr viel, zu viel, aber habe ich auch gebraucht. Ich glaube, ohne Kiffen wäre ich irgendwann durchgedreht und keine Ahnung, es hat mich so ein bisschen ruhig gehalten und ein bisschen über vieles lachen lassen, was eigentlich gar nicht witzig war. Fand ich immer langweilig. Ich fand auch Kiffer-Lyrics immer langweilig. Und dieses. Als ein Rap-Song angefangen hat, wollte ich schon immer abschalten. Damals war das auf jeden Fall ein erheblicher Teil des Alltags. Vor uns allen. Ich wollte eigentlich vor ein paar Jahren wollte ich mal Kiffer werden. Wollte ich aufhören, Alkohol trinken und kiffen und so weiter. Ich habe das nicht geschafft, leider. Voll geil, Mann. Kiffen ist the shit, Alter. Also, obwohl ich jetzt echt schon 3 Jahre nicht mehr kiffe, Alter. Kiffen ist einfach voll geil. Ist einfach geil. Ich fange auch bestimmt irgendwann mal wieder an zu kiffen. Bobby hatte mal eine Phase in seinem Leben, in der Kiffen Religion war. Bobby war ja mal Rastaman. Rastaman Vibration bitte bye bye. Bobby war mal, ich fahre nicht mit der Rolltreppe, denn ich lasse mich nicht vom System tragen. Der musste kiffen, weil das zu seiner Religion gehört hat. Und das kam mir jetzt nur zugute, ne? Weil ich habe auch gerne mitgeraucht, ehrlich gesagt. Und immer wenn die Jungs da waren, hieß es so, ja, wir müssen übrigens noch Matten kaufen. Kannst du noch Matten kaufen? Ey, ruf mal bitte jemanden an, der muss noch Matten besorgen. Also im Nachhinein habe ich gesagt, wenn ich damals eigentlich getickt hätte, ich wäre richtig reich geworden. ich wollte ein großer Kiffer werden. Also richtig, richtig durchstarten, so als Kiffer. Nicht richtig hingehauen, ich weiß nicht, das ist nicht mein Ding. Ich kriege immer Kreislaufschwierigkeiten. Nee, eigentlich gar nicht. Rap, also muss man da noch mehr dazu sagen? Nur für Leute, die sich mit der Materie nicht auskennen. Wenn mir heute, und das hängt mir nach, vorgeworfen wird, ich sei frauenfeindlich, dann resultiert das meistens aus irgendeiner Line von Bobby, die mir nachgesagt wird. Ich habe oft gehört, dass sie das sein sollen. Ja, das ist auch so. Wenn man Kunst macht, dann macht man
Kunst und stellt sie einfach dahin und Leute haben die Chance zu interpretieren, was sie davon halten oder was das für sie aussagt. Ja, ich kann verstehen, dass ein Mensch aus anderen Verhältnissen, nennen wir ihn mal Spießbürger oder sowas, wenn er so einen Text hört, könnte er denken, das ist frauenfeindlich, was auch immer. Man kann darüber diskutieren und man kann natürlich auch sagen, das finde ich furchtbar. Aber das ist ein Teil von Rap, der einfach dazugehört. Gerade Berliner haben eine große Klappe, so. Wenn man über Frauen redet und man sagt, hey, Bitches, dann heißt nicht gleich, alle Frauen sind Bitches oder so, sondern das ist einfach so ein allgemein Ding, um so cool zu wirken. So. Also ist, glaube ich, Bobby nicht krasser oder schwächer als andere oder so. Das ist ein Rap-Ding einfach und darum darf man nicht auf Sachen wie Internet oder irgendwelche Medien, die nichts mit Hip-Hop zu tun haben, darf man gar nicht ernst nehmen. Das war einfach die ganze Attitüde, die dahinter stand. So. Und man hat im Endeffekt nichts anderes gemacht, als sich selber zu profilieren und zu sagen, ey, ich bin der King. Wie bin ich King-mäßig? Was bin ich King-mäßig? Wie heiß ich? Und das war auch das, was Bobby immer gut drauf gehabt hat. Ja, auch von der Mimik her, von der ganzen Attitüde stand Bobby einfach dafür, dass er gesagt hat, fuck you. Man muss Rap verstehen, damit man Rapper beurteilen kann, glaube ich. Ich habe noch nie gesehen, dass er sich auch nur ansatzweise respektlos einer Frau gegenüber verhalten hat. Habe ich einfach nicht gesehen. Ich habe das von Anfang an nie frauenverachtend oder so als krass empfunden. Das war so ein Humor, politisch nicht ganz korrekt, aber super. Wo sich die ganzen anderen nicht getraut haben, Ausdrücke zu benutzen in ihren Texten, weil dann, ah nein, wie kannst du das nur machen? Und die waren ja quasi damals mit Frauenarzt und Bassbox in der Zeit und Savage und Taktus und so, waren die ja die Ersten, die quasi wirklich diesen harten, beleidigenden Rap gemacht haben, einfach drauf scheißen, und das hat ja Berlin auch ziemlich groß gemacht. Ne? Was ich mache ist plakativ, vielleicht beginnt ein krasser Beef. Das heißt, du kannst dich schon mal begraben, ich bin ein Assassin. Ich baller dich weg mit einem Rap-Maschinengewehr, du kommst nie wieder her. Ganz egal, wie sehr du mich hast, inzwischen hast du mich lieben gelernt. Sieh mal her, jeder weiß, kein Effekt mit dem Berliner Bär. Du passt dich an wie ein Opfer, ich stelle mich lieber quer. Ich glaube, ob jemand frauenverachtend ist, sollte man eher daran definieren, wie er sich im Alltag benimmt. Und mit seiner Frau benimmt. Und seinen Kindern. So, als anhand seiner Kunst. Weil wenn das so wäre, dann müsste man Stephen King in die Psychiatrie stecken. Zusammen wahrscheinlich gleich mit Eminem. Wen haben wir da noch? Am besten auch Quentin Tarantino. Und ich glaube, das sind alles große Künstler. Das Leben, was die Jungs damals geführt haben, das kann auch keiner nachvollziehen. Auch dieser Hype, den es gab. Ich glaube, den gab es davor in Deutschland noch nie so krass, was da passiert ist oder was auch Frauen alles versucht haben anzustellen, um irgendwie in die Nähe zu kommen. Muss ich sagen, ja, es waren extrem viele Bitches. Also auf einer Bühne entertaint mich sowas, weil da kann ich, da habe ich keinen Bock drauf, irgendeine Lusche zu sehen, wo nichts rüberkommt. Es war gerade damals so, dass wenn ich versucht habe, jemandem was zu erklären, warum ich denn diese Texte schreibe, dann haben die mir das Wort im Mund umgedreht und haben einfach wieder auch in meine Aussage das reininterpretiert, was sie wollen, und sich dann das rausgesucht, was sie gegen mich verwenden können. Und irgendwann habe ich dann gedacht, okay, ihr wollt es einfach nicht verstehen. Also haue ich jetzt noch mehr auf die Kacke und habe dann natürlich noch eins draufgesetzt, damit sie sich noch mehr pikieren können über meine doch so krassen Texte. Davon abgesehen aber habe ich natürlich nicht nur solche Texte geschrieben, ich habe natürlich auch ganz normale Sachen geschrieben, die mich berühren, bewegen und die sehr herzlich auch sind, ja, aber über die redet dann irgendwie keiner. Ich will Körperteile von dem Hurensohn sehen, ich will sehen, wie sie sich nicht mehr bewegen, ich will. Das war dann natürlich der nächste Schritt. Nachdem sie meine Texte nicht verstanden haben, haben sie sie einfach indiziert und dachten dann, werden sie mich schon los. Oder uns. Na, aber vor allem mich. Aber ja, da haben sie sich getäuscht. Er hat ja so diesen Ruf gehabt vom meistindiziertesten Rapper damals. Ist er heutzutage, glaube ich, nicht mehr. Aber mit dem Index haben wir damals alle zu kämpfen gehabt. Bis heute noch. Habe ich mehr als Bobby.
Also, ich, letzter Stand war 17 Alben auf Liste B oder mehr sogar. Ich glaube mittlerweile sogar mehr. Aber 17 Alben und das kann auch Bobby nicht toppen. Halt es ran, Digga. Auf der einen Seite ist es natürlich ein Fluch, weil die dann bestimmte Sachen nicht so gut verkaufen können, aber auf der anderen Seite bekommt ein Album, das indiziert wird, bei einer bestimmten Schicht von Zuhörern, von Konsumenten, so ein extra Flavor. Man erzählt doch nur Stories, was sowieso schon passiert ist, was die ganze Zeit irgendwie, keine Ahnung, irgendwie so totgeschwiegen wird. So, ja? Und das ist halt das Ding. So. Und da ist halt der Hund begraben. So. Da kann kein Bobby was machen, da kann kein Sigi was machen, da kann kein Frau Bundeskanzlerin was machen. Leute fühlen sich angegriffen, nur weil ich meine Meinung vertrete. Die regen sich, können sich auch und fragen mich, wovon ich eigentlich rede. Ich bin der Meinung, wenn es dich nicht gäbe, hätte Rap nicht so viele Probleme und du auf jeden Fall mehr Zähne statt diese hässlichen Prothese. Tja, du wolltest es ja nicht anders haben, du sollst ja jemand anders fragen. Jetzt bist du an die Sekte geraten, in der Gruppe kranker Psychopathen, im Hinterhalt auf dich warten. Ich erschlage mit dir an den Stadtrand fahren, um dich an tief im Wald zu vergraben. Weißt du, guck mal, das ist wie mit Pornofilmen oder Gewaltfilmen. Das gehört den Kinderhänden nicht in einer bestimmten Phase noch, ja? Wir waren nur ein Spiegel der Gesellschaft. Zensur ist so ein bisschen so Diktatur, finde ich so. Das ist nichts für mich so. Mir ist es zum Glück nie passiert. Ich glaube, wenn das mir damals uns irgendwie passiert wäre, wäre ich, glaube ich, mies explodiert so. Total falsches Konzept, falscher Umgang, falsche Auswahl, was indiziert wird, was nicht indiziert wird. Ich könnte jetzt nicht aufzählen, welche Alben von Vital indiziert worden sind, aber bestimmt oder sind einzelne Songs sicher indiziert worden. Nicht nachvollziehbare Kriterien letzten Endes und irgendwo auch sinnlos, vor allem in Zeiten des Internets. Ich bin mit sehr vielen Inhalten nicht einverstanden und ich bin auch dafür, dass man die diskutiert, aber die muss man auf dieser Ebene diskutieren, woher kommt das? Warum machen die Leute das? Warum sagen die das? Und warum sind sie damit auch noch erfolgreich? Das sind ernsthafte Fragen, das wäre eine ernsthafte Beschäftigung mit dem Thema, aber das macht ja die Indizierungsbehörde nicht. Die denkt ja, die Gesellschaft ist super und das sind so entgleiste Jugendliche, die da irgendwelchen Quatsch reden. Die reden das, was auf der Baustelle geredet wird. Ich bin auf Baustellen unterwegs, ich weiß, wie da geredet wird. Also als schwuler Dachdecker brauchst du nicht anfangen. Wenn indizieren bedeuten würde, du musst da was drauf machen, dass er erst ab 18 ist, ja, dann wäre das ja gar kein Thema. Dann kannst du ja trotzdem in den Laden stellen und dann hast du halt dieser FSK 18 Dings drauf, aber die darf ja nicht mal im Laden stehen. Die darf nicht offen dort stehen, dass man sie entdecken kann und du darfst nirgendwo darauf hinweisen, dass es dieses Album gibt. Bei Computerspielen und DVDs hat es immer geklappt, irgendwie eine Altersbeschränkung zu machen. Und selbst in Zeiten, wo Agro Berlin auf den Alben von Vitaid und Sido und den ganzen Jungs probiert haben, diese elterliche Warnung drauf zu machen wegen den harten Texten. Selbst das wurde nicht angenommen vom Staat. Und das wurde einfach ignoriert, dass da irgendwie eine Warnung draufsteht. Und dass man sagt, hey Leute, macht doch einfach mal eine Altersbeschränkung. Lasst uns doch irgendwie die Möglichkeit haben, das Zeug wenigstens ab 18 zu verkaufen, wenn es ab 18 ist. Lasst uns das doch wenigstens vorher prüfen. Aber es war halt immer so willkürlich irgendwie. Und dann auch manchmal einfach so schon fast existenzschädigend, zerstörend. Ihr öffnet mir die Augen für eine neue Welt. Ihr seid das Einzige, was heute zählt. Ihr seid das Beste, ich fühle mich wie neu. Ihr seid meine Engel, meine Kinder, ich lieb euch. War immer ein krasser Vater. Und auch so eine Sache, ne, wo ich mir das abgeguckt habe, wo ich dachte, ja, wenn es bei dir mal so ist, so bist du auch so ein Vater. Ne? Hätte ich drei Wünsche frei, würde ich mir wünschen. Ich wäre noch nicht geboren. Dann möchte ich geboren werden und Bobby so mit Papa sein. Überkrass. Krassester Daddy überhaupt. Seine Kinder müssen mega cool sein. Ich hab sie nur hier und da mal kurz gesehen und sie waren immer sehr fröhlich und er ist halt echt ein stolzer Vater. Ja? Also so, das merkt man. Hätte ich nie gedacht. Ich weiß doch, wo mir damals erzählt hat, der hat jetzt eine Tochter. Wie kann das sein? Er ist selber noch volles Kind. Aber krass, und dann noch zwei mehr. Und diese Geduld, das ist so, die habe ich ja noch nicht mal beim Zuschauen. Ich meine, es ist für einen Mann nicht einfach, auch für seine Kinder da zu sein. Oft, ich kenne viele Männer, die das einfach ihrer Frau überlassen, die komplette Erziehung und so weiter. Bobby ist bei Bobby, der ist genauso Vater wie die Mutter ist, zu gleichen Teilen.
Und deshalb habe ich ihn immer als Vorbild genommen. Ich habe ihn immer sehr gut mit seinen Kindern umgehen sehen, sehr stolz mit auf seine Kinder ist er immer gewesen. Ja, ich weiß ja auch, wie oft ich anrufe, er sagt, er ist bei Familie. Das macht er. Ich schätze ihn sehr, seine Frau sieht immer glücklich aus, seine Kinder sind gesund, Maschallah. Und ich denke mir, er ist ein guter Papa, ich kann mir auch vorstellen, weil er ein guter Junge ist. Auch manche guten Jungs kriegen es manchmal nicht hin, aber er wird sich immer Mühe geben, aber ich weiß, dass er es hinbekommen hat, weil die Familie funktioniert ja toll. Ich fand es voll süß, wo seine Tochter, wo die mit Toni die Wettschreien gemacht hat, das war so goldig. Ich glaube, ganz viele Menschen haben mir diese Rolle nicht zugetraut, ich mir selber auch nicht wirklich, obwohl ich riesen Bock hatte. Ich hoffe, dass ich diese Rolle gut mache und meine Kinder in eine gute Bahn lenke, damit die nachher nicht zu viel Scheiße bauen. Ich glaube, jeder Jugendliche baut Scheiße und wird mit Sachen in Kontakt kommen, die man jetzt natürlich als Vater total scheiße findet, wenn das Kind das macht oder in die Richtung gelenkt wird. Aber ich denke, da muss man dann einfach vertrauen. Also mehr als das Beste mitgeben kann man nicht und dann abwarten, ob es irgendwann wieder zurückkommt. Perfekter Dad und auch wie er das alles unter einen Hut kriegt. Hammer. Ich rock die Scheiße fett. Battle Beats, Battle Heimat. Damals für Bobby und mich war MTV das Beste, was es gab. Und es gab jeden Dienstag bei MTV um 2 Uhr nachts oder so Yo MTV Raps. Bobby hat die auch immer aufgenommen, ne? Schön sortiert und so. Haben wir immer Yo MTV Raps geguckt. Für uns war das noch krass, weil früher gab es kein YouTube, wo du selber entscheiden konntest, wann du was für ein Video guckst, sondern du warst abhängig davon, was der Sender gespielt hat. Ne? Und oft waren dann auch nur Sachen, die bei MTV gespielt wurden, auch wirklich berühmt. Ne? MTV konnte ein bisschen mitentscheiden, was mal groß rauskommt und was nicht. Es gab so eine Zeit, wo MTV so wichtig war als Musiker, dass man mit aller Macht versucht hat, seine Videos dort unterzubringen. Als dann die ersten Videos bei MTV liefen, war das für uns auch noch eine Riesensache. Das war noch ein Indikator für uns, dass das funktioniert, was wir machen. Wenn dein Video bei MTV lief, wusstest du, ja, du bist jetzt in der Musikszene, du bist an der Kante. Mit cooler Mucke irgendwo Leute erreicht. So, ja? Und das ist halt dann bei MTV auch breitere Masse. Das sind ja nicht nur 12-Jährige oder so. Ja? Das ist dann schon was anderes gewesen. Ich hatte einen Gastauftritt bei Siggis THL-Show irgendwie eine Stunde lang mit Siggi, wo er halt oder eine Live-Show haben die da gemacht im Studio mit ein paar ausgewählten Gästen. Und da hatte er auch verschiedene Feature-Parts, ich natürlich auch. Da haben wir den gemeinsamen Song angefangen und ich wusste meinen Text nicht mehr. Ich wusste es einfach nicht mehr. MTV haben diesem ganzen Star-Ding nochmal so die Krone aufgesetzt. Ja? Also es war wirklich, es waren Fernsehstars zusätzlich noch. Rapstars, Fernsehstars, Musikvideostars. MTV hat es mir verziehen und hat dann mich und Sido eine ganze THL-Sendung moderieren lassen. Und das war sehr witzig. Also ich weiß nicht, hat wahrscheinlich, oder jeder, der uns kennt zusammen, der weiß, dass wir richtig krass, überkrass den Leuten auf die Nerven gehen. Wir kommen denn in so einen Modus rein, wo uns dann wirklich nicht alles egal ist, aber so ziemlich alles schon auf eine charmante Art und Weise. Aber ich weiß, am Ende des Tages sind alle so froh, dass sie uns von der Backe sind. Ich weiß, das kann ich auch echt nachvollziehen. Aber so ungefähr haben wir dann auch die Sendung moderiert. THL. Ja, THL. THL mit uns heute.
Die lassen uns heute hier moderieren. Ich weiß auch nicht, warum die das machen. Alter. Witzig, aber ich guck's mir nachher dann an. Warte mal, red mal weiter, ich hol mal die DVD schnell. 1.6. Ja, sehr schön, bababa, pipapo, yippie-kayo, da ist er schon wieder. Hier. Also die Medien, MTV, das waren auch immer so Leute, man weiß nicht, wie man mit denen umgehen soll. Ich hatte immer das Gefühl, die finden einen nicht richtig cool. Man steht da wie so ein Bittsteller, stellt da seine Videos vor und dachte, nehmen Sie das Video und so. Und heute sind die alle arbeitslos, ha? Krass. Ich bin der Junge aus dem Keller, der jetzt endlich mal nach oben will. Also, da kam Specter älter ins Büro und meinte, ich hab's! So, ich weiß, wie wir das machen, so. Und ich so, was denn, Alter? Ich bin's, Digga! Und dann meint er so gleich so, Body Mount, Digga, wir machen Body Mount. Und dann die ganze Zeit so, so, und ich so, yes, man! So. Egal, wo wir hingekommen sind, also in Hotels, und die Leute kannten uns nicht so, dann so, ja, ihr Name bitte, und dann, ich bin's. Haben wir immer gesagt, überall, wo wir sind, Tankstelle, Hotel, egal, wo wir waren, immer, ey, ich bin's doch, ich bin's. So, ja, und dann habe ich mir gedacht, okay, ist unser Ding, also, mach ich da einfach mal einen Song. Finde ich großartig. So krass gerappt, als ich den Song das erste Mal gehört habe, dachte ich, scheiße, Bobby wieder Next Level erreicht mit seinen Flows und so weiter, krass. War ich sehr, sehr beeindruckt, als ich den Song das erste Mal gehört habe. Wieder, ne, wie der flowt auf dem Song und so weiter, unfassbar, diese Breaks und so. Mit dem Song hat Bobby auf jeden Fall auch einen neuen Step gemacht, was so, also im künstlerischen Sinne, ne, auf jeden Fall. Nochmal einen Zahn zugelegt damals. Fand ich sehr, sehr krass, den Song. Ich bin's, ja, das war was geil, man. Das war, glaube ich, das erste Video, was ich gesehen habe, wo man so mit dieser Kameraart gearbeitet hat. Da ist eine GoPro auch vorne da dran, ja. Auf jeden Fall krasse Action. Diesen Rucksack früher nicht gepeilt, als wenn man sich halt intensiver mit sowas beschäftigt hat in den Jahren. Krass auf jeden Fall. War das erste Rap-Video, was ich so in Deutsch gesehen habe, mit dieser Optik auf jeden Fall. War ein krasses Teil. Da irgendwie ist immer noch ein Klassiker. Legendärer Trick. Wird es auch immer bleiben. Ich bin's. Oh, oh. Goldstunde ist so ähnlich, so ein ähnlicher Effekt, hat so einen ähnlichen Effekt auf mich wie Lollipop von 50 Cent. Ist irgendwie nicht so richtig geil. Das Album war sehr durcheinander, wie auch das dann in meinem Kopf war zu der Zeit. Also zumindest die Standardversion. Es gab ja eine Standard und eine Premium. Und die Premium war irgendwie das bessere Album. Super Album, ne? Komplett underrated, muss ich sagen. Ne? Das Problem war die Zeit bei Agro Berlin und so weiter. Ne? Das war so ziemlich zum Ende von Agro Berlin hin und so. Und das Ende von, also wir kennen ja, für uns war das Ende schon viel länger als das offizielle Ende dann war. Ne? Und es war so in der Phase, wo wir schon wussten, ja, das wird schwer, hier noch weiterzumachen. Und die Filme, die da gefahren wurden, waren alle auch ein bisschen komisch und so weiter. Und leider ist dieses Album in dem ganzen Theater so ein bisschen untergegangen, ne? Auch Promomaßnahmenmäßig und so. Das ist leider ein bisschen untergegangen. Sehr, sehr, sehr underrated, das Album. Und da hatte Bobby leider ein bisschen Pech mit der Zeit bei Agro Berlin, muss ich sagen. Also das ist meine Vermutung, ne? Weil am Album kannst du nicht liegen, das ist krass. Wenn ich mich so zurückerinnere, war es das rundeste Album von Beatheit. Ja, zu dem Zeitpunkt war aber auch schon klar, dass ich denn nicht mehr länger bei Agro Berlin sein werde, als es veröffentlicht wurde. Das kam dann auch zu Universal. In dem ganzen Prozess, wo ich mich eh schon so unwohl gefühlt habe, wurden wir dennoch noch an Universal verkauft, sage ich mal. Was das Wohlsein nicht wirklich gefördert hat. Ich komm zu Universal, oh Gott, Major Label. Sie wollen mich verbiegen, aber ich hab sie gehatet. Also bekam ich keine Promo, nur ein Scheißdreck. Mir egal, trotzdem in die Charts und dann weit weg. Tourleben, 22 Städte bereist, volle Clubs. Ich hab mich über jeden gefreut. Zu dem Album hab ich quasi seine Tour gebucht. Die Goldständer-Tour, die Hammer war. Joe Miller war noch dabei. Nothing Back Up. War eine krasse Tour, war eine richtig krasse. Also wenn ich an das Album denke, muss ich an die Tour denken.
mich ganz ausschlaggebend. Habe ich so jetzt musikalisch von Bobby nicht mitbekommen, weil er trotzdem im Hirntod-Studio aktiv war. Also so eine richtige Pause war es ja nicht künstlerisch, sondern er hat jetzt für sich als Künstler wie Tide vielleicht Pause gemacht in dem Raum, in dem Zeitraum, aber er hat da trotzdem noch Features gemacht, war trotzdem noch irgendwo am Start, wenn was war oder so. Ihr werdet Zeuge eines einzigartigen, unglaublichen Erlebnisses. Ich werde, also einmal haben wir hier Kaffee. Der mieseste Kaffee, den ich jemals kosten durfte. Wer hat den gemacht, Alter? Ich weiß auch nicht, kannst du ja mal so einen Schwarz fragen. Und den Neger. Auf jeden Fall, Zucker haben wir hier auch nicht. Hier ist alles Untergrund, alles Ghetto, alles so wie es sein muss. Deswegen nehme ich Milky Way und süße meinen Kaffee. Hat bis jetzt immer funktioniert. Machst du öfters? Mach ich öfter, probiere. Ist ja sogar ein Wunder, dass wir hier echtes Milky Way haben und kein Fake. Genau. Ist der überhaupt noch heiß? Ist Kommerz schon hier. Bestimmt schon kalt. Bestimmt schon kalt. Nee, ist noch warm, ist noch warm. Dürfte fürs Aufweichen reichen. 2010, ich traf den Sohn von Wolle Petri. Ich bin's mit seiner Band, performt dazu ein GG. Die Schlagermamis kamen mit ihren Kindern zu mir. Sie fragten nach Erziehungstipps, weil es bei ihnen nicht funktioniert. Ja, erst wusste man nicht so ganz genau, was macht Bobby jetzt eigentlich? So, wie geht's ihm? Weil man, also... Ich meine, ich kenne die Jungs ja und ich weiß, du weißt ja auch, viele Alternativen gibt's da nicht. Ne? Wenn man... so einen wichtigen Zeitraum seines Lebens als Kreativer verbringt. Und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt muss ich eine Pause machen. Irgendwie geht es, ich muss mich jetzt mal entscheiden, entweder Musik und Rockstar-Lifestyle oder um die Familie kümmern. Und dann habe ich mich größtenteils um meine Familie gekümmert, habe aber dann noch Projekte nebenbei gemacht, ohne Solo-Sachen zu veröffentlichen. Mein erfolgreichster Kinofilm. Stimmt. Ich erinnere mich auch an deutlich schlechtere. Den fand ich relativ lustig und sowohl Sido als auch die Titan sind. Damien Davis war übrigens auch sehr gut in dem Film. Sehr gut gespielt. Beste Zeit. Mir sehr viel beigebracht. So geil, der Dreh war super. Ich hatte Riesenspaß, auch wenn ich ab und zu genervt war und so, aber ich hatte Riesenspaß. Digga, das war... Ich habe ihn letztens wieder angeguckt. Ich glaube, ich gucke den öfter mal. Ja? Ja, ich gucke den öfter mal. Obwohl ich mich nicht sehen kann, so, ne? Ey, Digga, das ist so schlimm. Ich denke mal, ey, Sigi hat eigentlich gut gespielt, aber ich kann... Nicht mal wegen dem gespielt. Ich kann mich nicht sehen. Ich sehe rasiert und so, ich sehe einfach... Ach nee, ach Quatsch. Au. Au. Du spielst das? Das gar nicht. Das, ich kann mich nicht sehen, in dem so diese. Also ich weiß nicht, weißt du, du guckst halt so die ganze Zeit Filme und siehst so krasse Schauspieler und dann siehst du halt dich selber so. Ja, aber nur mal die Szene, wo du einfach das Mikrofon, klappt, ja. Und du so an ihm vorbeiguckst. Genau wie früher. Das ist Wahnsinn! Was schickst du mich in die Hölle? Ich hol den Chef. Nein, Hölle, Hölle, Hölle. Dieser Doppelblick. Und ich glaube, du hast auch für die Szene sehr lange gebraucht, kannst du? Ja, ja. Wo du so an dem Typen vorbeikommst. Aber Digga, am Ende des Tages ist riesenkrass geworden. Und die bleibt mir immer im Kopf, die Szene. Die hast du so krass gemacht, dieses, Digga, verschwinde jetzt mäßig. So, ne? Das hast krass. Und ich gucke, sehe die Szene und denke mir, ach du Scheiße, das glaube ich mir selber. Und Digga, die Szene ist so geil. Ach krass. Unfassbar, ja. Beide solide abgeliefert, würde ich mal sagen. So einen Oscar bekommen sie beide nicht. Ich versuche dann immer, mich nicht anzugucken, sondern nur auf dich und auf alle anderen zu gucken. Und dann finde ich den Film auch geil. Ganz so schlimm ist es nicht, aber du weißt schon, was ich meine. Ja, war ein lustiger Film und auch cool, dass... ich finde an Sigi eben nach wie vor gut, dass er immer seine Leute auch mit einbaut. Also es gilt ja auch für beide Seiten, dass sie da wirklich diesen Pakt fürs Leben haben und das auch wirklich durchziehen. Blutsbrüder, der Titel passt. Die beiden zusammen im Film, die Schauspielerei. Voll geil. 1-2, 1-2, wir sind alle drinne. Achtung, Achtung, ich verliere meine Sinne. 1-2, 1-2, Party wie auf Pille. 1-2, 1-2, yo, yo, ich schmeppe für die Punker, ich schmeppe für die Crunker, ich schmeppe von der Großstadt bis in die tiefste Pampa. Nach der Show gab's Standing Ovations und
Die Leute sind ausgerastet in der Halle. Habe ich mich super gefreut, dass hat Royal TS komplett schon Bobby Soko auseinandergenommen. Bobby Soko war einfach ein Erlebnis, das werde ich nie vergessen. Da habe ich mir zwei Wünsche erfüllt. Einmal für Berlin anzutreten beim Bobby Soko und mit der Blumen Group was zusammen zu machen. Das war, ja, legendär. Schaumparty, Vodka Bowl, harte Nippel. Schaumparty, Vodka Bowl, harte Nippel. Schaumparty, Schaumparty. Ich hatte einfach keinen Nerv mehr auf die ganze Rap-Szene und also ich habe mir keine Videos mehr angeguckt. Keine Künstler, nichts, also ich war richtig raus. Ist immer was Gutes für einen Künstler, wenn er so experimentiert und sich neu erfindet, sich neu entdeckt, seine Fähigkeiten erweitert. Das Crossover war jetzt für uns, meine Generation war das jetzt nicht fremd und darum fand ich das eigentlich auch ganz gut. Ist es natürlich schwer aus einem Rapper irgendwie auf einmal den anders zu platzieren. Und gerade bei Bobby ist es halt so, dass das Image steht, den Leuten war eingebrannt als der Playboy-Rapper von Agro. Er wird mich hassen dafür. Ist geil. Also ich finde es krass. Ich finde es passt auch irgendwie zu ihm. Es hat ihm bestimmt auch Spaß gemacht, damit aufzutreten und die Aufnahmen sind auch geil. Ich kenne es ja selber. Wir haben ja auch irgendwie mit den Atzen, wir haben ein Rockalbum gemacht, das heißt Teufelswerk, was als Bonus-CD von unserer Party-Chaos-CD war. Und das hat uns auch so mega Spaß gemacht, diese ganzen Rocksachen aufzunehmen. Und wir haben uns auch die ganze Zeit erträumt, damit irgendwie zu touren. Bobby hat es gemacht. Und wir nicht. Aber ist geil. Ich bin eigentlich ein bisschen darum. Die Drinne vor Live-Tour ist vorbei. Alle Beteiligten sind sehr traurig darüber. Aber alles muss ein Ende haben. Ich möchte noch einmal Danke sagen an alle, die dabei waren. Das Wichtigste, und das konnte man sehen, wenn ich mal die Sachen, die ich gesehen habe, das Wichtigste, egal was man macht, ist, dass man Spaß daran hat. Und das konnte man sehen. Und wenn man Spaß daran hat, dann ist scheißegal, was alle anderen sagen. Ist ja nicht mehr Hip-Hop. Na, fickt euch doch. Ich hab Bock drauf, das zu machen. Ich hab Spaß an der Scheiße. Das ist mein Ding jetzt gerade. Das mache ich jetzt und alle anderen können meinen Buckel runterrutschen. Und das finde ich gut. Ich höre das auch sehr gerne, ne? Aber man darf hier nicht vergessen, dass das auch mein Bobby ist. Ne? Und ich höre mein Bobby lieber auf Rap-Tracks. Weißt du noch, wie du die ersten Tapes gekauft hast? Play gedrückt, mit gerappt, du dachtest, dass du's drauf hast. Schauplatz war dein Kinderzimmer vor dem großen Spiegel. Du wolltest dich so cool wie deine Idole fühlen. Reden wie ein Nazi, bloß nicht auf die Eltern hören. Du wolltest zerficken, deine perfekte Welt zerstören. Dann haben wir es rausgebracht am 9.01. Und dann kriegt man ja schon so Trendcharts, also so, wie sich das verkauft im Verhältnis zu den anderen, die so gerade rauskommen. Und die waren relativ hoch in den Top 10, in den Top 5, glaube ich sogar. Und das war für mich so, nee, hätte ich niemals gedacht. Also ich dachte so, okay, Top 50 wäre cool. Ja. Dann auf einmal kriege ich so eine Nachricht und dann dachte ich erst, ach, die haben sich verzählt, kann gar nicht sein. Die haben sich verzählt. Ja, dann war die Woche vorbei und dann stand's fest. Ja. Retro auf Platz 8. Und es war für mich wie Weihnachten, Silvester, Geburtstag. Geburtstage meiner Kinder, meiner Frau, meiner Bekannten, alles auf einmal. Das war richtig krass, ey. Bei Bobby habe ich immer, will ich immer mitgehen. Da habe ich immer das Gefühl, mitwippen zu wollen. Da will man schon fast mit in den Cypher rein. Bei Retro war eben genau dieses Athletische wieder da. Dann die Beats von Überkass auch, fand ich auch sehr, sehr gut gepickt alle. Dann dieses ganze, ich bin eh ein Fan von alles selber machen, das finde ich auch richtig toll. Also da sage ich auch immer Chapeau, Chapeau.
so viel zu erreichen und das alleine finde ich geil. Sind ja dann eigentlich nur ein Zwei-Mann-Team, aber eher schon mal eigentlich mit dem Album Ein-Mann-Team. Klar, Produzenten und so weiter hätten ja passt. Dann haben wir auch Cubase. Da müsste ich mal den Techniker Rico fragen. Ist das auch ein deutsches Programm? Ja. Weil der auch Steinberg über ist, ne? Nicht Programm. Stoneberg oder Heisenberg. Steinberg. Maschine Steinberg. Okay, gut. Da! Und da! Und hier, das schöne Piano. Aber, hier seht ihr es nur digital. Aber hier ist es original. Digital, original. Hier. Da. Da oben. Und also Freunde, wir beide, Hitnappers und so, kennt ihr bestimmt schon. Rico, Toni. Brüder, Familie, Business. Feature-Gäste etc. machen alle mit, aber so diese gesamte Koordination und alles macht er komplett alleine. Und ansonsten hat es wahnsinnig Spaß gemacht, das zu zweit zu stemmen. Es ist ein bisschen was wie sein Debüt, finde ich. So, ne? Als dieser neu gefundene Bobby, finde ich, ist das ein bisschen wie sein Debüt. Und man, ne, das, ich freue mich aufs nächste Album extrem, weil das sehr guten Vorgeschmack macht auf das, was kommt. Großartig. Das ist mein Bobby. Die Tour war legendär. So viele Tour-Dates hatte ich noch nie. Und mit dem Wohnmobil, muss ich auch sagen, war es sehr entspannt dann doch. Wir hatten ja zum Glück genug Leute bei, die einen Führerschein haben. Mindestens zwei. Perfekte Scheiße, Hunger! Ich sag mal, bis auf drei oder vier Ausnahmen von 34 Dates ist es doch schon ein großer Luxus, ausschlafen zu können. War ein bisschen wie Urlaub auch. Das war ganz cool. Es gab natürlich auch Pausen zwischendrin. Die haben wir uns dann schon gegönnt. Mal so irgendwie dann 2 Wochen Pause waren, glaube ich, das längste dazwischen. Haben wir dann auch, glaube ich, alle mal gebraucht. Auch wenn man ausschlafen kann. Trotzdem ist es natürlich anstrengend, jeden Tag dann mit fremden Menschen zu kommunizieren und sich zu einigen. Und ist schon viel Input, was man auch kriegt in der Zeit. In die Hocke gehen oder so. Damit wir alle, na Trikot weg, Digga. Damit wir so ein bisschen chillen können wie damals im Ferienlager. Okay, wir tun mal so, als wäre Montag, okay? Jetzt ist übrigens der perfekte Zeitpunkt, um die Joints rauszuholen. Auflauf, Regentropfen klopfen an mein Fenster. Ich sage zu mir, heute bleibst du schön im Bett und tänzt ab. Der Bier über den Kopf, auf Essen kein Bock. Ende aus, heute tue ich so, als hätte ich keinen Job. Nur ich habe das Glück, dass es mir Spaß macht. Und deswegen, glaube ich, ist der Input verkraftbar. Aber mit Pause ist das natürlich immer noch ein bisschen schöner. Auch nach Hause gehen, auftanken, ein bisschen mit Frau und Kids. Ganz normales Leben führen, ist auch schön. Ich glaube, die Waage ist es, die das alles schön macht. Bleib so, wie du bist so cool, Alter, und ja, ehrlich und geradeaus. Und so sollte man einfach sein. Weißt du, machst du einfach so weiter wie bisher. Ist doch alles gut. Kinder, läuft. Album, super. Frau, am Start. Siehst jung aus. Top. Was will man mehr? Abschließend würde ich gerne mich nochmal privat bedanken bei Vitaid für seine jahrelange Unterstützung. Als wir klein waren, als wir unbekannt waren und quasi man uns nur kannte von irgendeiner Razzia mal, da war er trotzdem so offen, uns die Hand zu reichen und zu helfen, zu unterstützen und das auch
bis jetzt fortlaufend und er ruft an, wenn irgendwelche Auftritte von ihm sind, lädt uns ein, er nimmt uns mit auf andere Veranstaltungen und holt uns auf die Bühne rauf und stellt uns andere Leute vor, connectet uns mit anderen und ja, dafür muss man einfach Danke sagen, weil er uns auf jeden Fall sehr geholfen hat damit und wir vielleicht nicht ganz so weit werden, wie wir jetzt sind. Also, immer weiter so loyal bleiben. Fick die ganze Industrie, fick alle, die einen Stein in den Weg stellen. Damals, als ich gehört habe, dass seine Freundin schwanger ist und dass seine Tochter bekommt, habe ich gesagt, siehst du Bobby, bekommst du genau das, was du verdienst. Du verdienst Töchter. Ja, weiß nicht, also er wird selber wahrscheinlich nicht so sehen, aber für mich ist immer noch das Royalitätsthema des Herzens. Ist mein Ding. Ist cool jetzt, dass er so den Shit wieder macht, den ich halt früher, es geht ja wieder, sag ich mal, in diese Richtung, Alter, was halt früher so mit Sekt und Akku war. Das finde ich auf jeden Fall dope, Alter. Ich freue mich sehr, dass das Retro-Album so krass abgegangen ist, wie wenige das geglaubt hätten, glaube ich. Ich sag immer so, Bobby, mit 40 oder über 40 will ich keine Ratten sehen. Glaube ich immer noch. Aber ich glaube, wir werden es trotzdem weiter durchziehen, auch wenn nur drei Leute vor der Bühne stehen. Das ist so scheiße, ja, weil es so fucking viel Spaß macht. Immer wenn Bobby und ich uns treffen, dann ist das wie, weiß nicht, ob ihr Highlander kennt, ne? Da, die spüren auch, wenn irgendjemand in der Nähe ist, der auch unsterblich ist. Ne? Das spürt man einfach. Und sobald Bobby da ist, spüre ich, wie er da ist, Bobby. Ne? Deswegen habe ich kein Problem mehr mit ihm weiterhin als meinen besten Freund zu bezeichnen. Und deswegen freue ich mich sehr, hier dabei zu sein. Ich finde es schön, dass man trotz Höhen und Tiefen sich einfach miteinander hinsetzen kann und chillen kann. Und dass eine Hand wäscht die andere immer noch zählt, dass es das noch gibt. Das finde ich sehr cool. Ja, jeden Einzelnen feiere ich ganz krass dafür, dass er mich begleitet oder sie mich begleitet. Vielen Dank.